Arbeitsmarkt, da müssen das prioritäre Aufgaben sein. Vielen Dank, Herr Staat. Danke, Frau Präsidentin. Ich habe gegen beide Berichte gestimmt, sowohl gegen den Zuber-Bericht wie auch gegen den Abänderungsantrag der Europäischen Volkspartei. Denn auch dieser Bericht, der Abänderungsantrag ist nichts anderes als eine verkürzte Fassung des Berichtes, aber es sind die gleichen giftigen Sachen drinnen, insbesondere in Punkt 27, wo man im Grunde verklausuliert sich sogar hinter die Abtreibung stellt. Ich möchte nicht verhehlen, dass im Bericht auch gute Punkte vorhanden sind. Etwa Punkt 67, wo erstmals auch richtig deutlich gemacht wird, dass Prostitution eben Gewalt gegen Frauen ist und keine Erwerbstätigkeit, wie das in vielen Ländern leider gesehen wird und leider von liberaler Seite immer wieder behauptet wird. Tatsache ist jedoch, dass dieser Bericht über ganze Passagen ganz offenkundig der Abtreibung dienen soll. Und der Kollege aus Spanien hat es ja mehr oder minder deutlich gemacht. Und ein derartiger Bericht wird von mir niemals gut geheißen werden können. Und deswegen bin ich froh und glücklich darüber, dass er heute abgelehnt wurde. Ich habe dann auch auf einmal die witzigen Bemerkungen des Kollegen Lambsdorff vermisst, der sich vorher noch spöttisch über die EVP-Fraktion und die rechten Fraktionen dieses Hauses lustig gemacht hat. Sie sollten als Demokraten zur Kenntnis nehmen, dass es hier eben andere Mehrheiten gibt und nicht bei jedem bei jeder verlorenen Abstimmung Stimmung in Hysterie geraten. Honorevole Stadler. Scusi, no. Ja. Verzeihung, Frau Wertmann, bitte. Grazie mille, Presidente. Der vorgelegte Bericht beschäftigt sich mit der Gleichstellung der Geschlechter und dem Status eben dieser im Jahre 2012. Die Berichterstatterin weist kritisch darauf